So. Da sind wir wieder. Wollen wir mal unseren Sprüher hier zurückbringen? Und dann gleich nochmal kurz den Zeitraffer benutzen, dass wir endlich mal ernten können. Weil sonst wird es ja echt nochmal richtig schlimm. Wohl nebenbei kann ich jetzt schon mal benutzen, den Zeitraffer. Weil hat er jetzt was gebracht? Probieren wir es doch mal aus. Das und das. Nee, geht noch nicht. Schade. Müssen wir gleich nochmal den Zeitraffer ein weitersetzen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Boah. Blendet das an den Toren. Ach, alles voll hier gleich. Gut, so dann setzen wir dich mal hin. Ah, genau, verkehrt rum angefangen. Mist. Krieg ich da rein? Ja. Ja, oder auch nicht. Mann. Doch, jetzt passt es endlich. Na gut, sah jetzt nicht ganz so pralle aus, aber. Oh, nee, mal, was ich jetzt beim ganzen Zeitraffer vergessen habe. Wieder um die Tiere kümmern. Peinlich. Dann alles waschen hier. Können wir mal Zeitraffer benutzen? Ja. Oh, ein neues Nachbarland. Oh. Das auch. Neues Zubehör verfügbar. Ah, da ist noch mein Vierfachflug. Sonst ist noch nichts. Nö. Ein Drehbar, ein Dreifachflug brauche ich nicht. Dich kaufen wir einmal. Dafür verkaufen wir dann mal eben einen ganz normalen Flug. Oh, und Even ist mit Mähdrescher unterwegs, der jetzt schon ziemlich dreckig aussieht. Große Klasse. Der hat sogar zwei Runden umleuchten. Und wie sie es gehört, hat er seinen Aufsatz vorne. Schön noch einen kleinen Anhänger. Da. Unser schönes Feld. Endlich gibt es unsere erste Ernte. Und los geht's. Und das Ding sieht schon sowas von dreckig aus. Knüppelt ihr auch drüber? Ah, Jasses. Gut, jetzt denke ich mal, wird er gleich mal eine Spur so doof fahren, weil die nicht angesät ist. Aber es sieht doch auch gut aus.
denn jetzt alle drei Trecker in der Halle? Kann ich mir aber schon mal wieder den Anhänger holen, wenn er beim nächsten Feld dann mal irgendwann ankommt. Weil ich glaube, wenn er noch ein bisschen drin hat und er fährt in die Garage, geht es direkt ins Silo. Aber das sieht doch jetzt schon mal schön aus hier. Jetzt muss ich doch nochmal gucken, was kostet das eine Feld? Die Nummer 16? 88, ne. Nee. Cool, was auch immer du gerade hier mähst. Auf jeden Fall sieht das Ding schon ziemlich... Boah. Sieht das Ding versifft aus. Meine Güte. Da kann man sogar reingucken. Oh. Genau. Gib Gummi, Even. Und jetzt schön einlenken. Und den letzten Streifen hier mähen. Und irgendwie geht die Ladeanzeige nicht so wirklich. Ah, doch, jetzt 23. Müssen wir mal merken, was haben wir? Barley 92. Stoppt. Da hat das Ding auch schon wieder hinter. Ja, im Hintergrund stehe ich gerade wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, jetzt fährt er noch mal eben wieder zu seiner einen Bahn hin und dann dreht er, glaube ich. Oh, echt gut Flutlicht an hier an dem Ding. Na, doch nicht, fährt da ganz außen rum. Das Ding ist auch dreckig, ey, das gibt es nicht. Even gibt Gummi. Aber es geht ja leider auf den neben den Wegen nicht. Das Ding muss auf jeden Fall gleich mal wieder sauber gemacht werden. Das sieht ja schlimm aus, wie dreckig der geworden ist. Auf den paar Metern. Auf jeden Fall, was habe ich gesagt? Hatten wir im Silo? 92. Bin ich ja gleich dann mal gespannt, wenn der wieder abgestellt hat. Was dann Sache ist. Na, jetzt gibt er ja mal wieder Gummi. Er fährt auch einen ganz schön heißen Streifen hier.
Nebenbei, was sagt denn der Wetterbericht? Morgen wieder bedeckt. Danach Sonne, Sonne. Oh, klingt doch sehr gut. Also, sobald ich da irgendwas anklicke, geht das mit dem Escape-Drücken nicht mehr, dass das Fenster weggeht. Mysteriös. Und da ist Even zu Hause. Dann nimmst du jetzt als nächstes 23. Genau. Lass mal mal gucken. Jo, ist direkt ins Silo gegangen. Das passt doch. Ja. Das nenne ich mal KI-Fehler hoch 10. Ich glaube, in der Hinsicht beenden wir die Folge auch mal, weil ich das Problem erstmal lösen muss, was er da gerade hat. Bis dann.